Hallo, liebe St. Pauli-Fans, Sympathisanten und auch alle anderen. Wenn ihr es nicht schon aus dem Titel erraten habt, der vielleicht offensichtlich sein wird, dann solltet ihr vielleicht jetzt anhand dieser Geste erraten, oder ich lasse es euch einmal kurz erraten, worum es in diesem Video gehen soll. Und zwar. Genau, und zwar geht es um das neue Trikot, das Trikot für die kommende Saison. Und ich habe vorhin gesehen, dass, beziehungsweise heute Morgen gesehen, dass das Trikot veröffentlicht wurde. Habe ganz kurz reingeschaut und wollte einmal kurz mit euch anhand dieses Reaction-Videos reinschauen. Einmal gucken, ich wollte es mir einmal angucken, ein bisschen was dazu sagen. Und wie gesagt, ich habe noch nicht lange drauf geschaut, ich habe nur ganz kurz geguckt und eben nur gesehen, dass es da ist. Und deshalb wollte ich euch einfach so ein bisschen meine Reaktion durch dieses Video zeigen. Wie ich auch schon im letzten Video angekündigt habe, möchte ich so eine kleine Reihe an Reaction-Videos machen. Das ist quasi, soll so eine Sparte auf diesem Kanal sein. Das, was ich grundsätzlich mit dem Kanal vorhabe, das seht ihr hier in diesem Video. Ich verlinke das einmal. Da findet ihr grundsätzlich oder da erzähle ich euch einmal, was ich insgesamt vorhabe. Wie gesagt, bisher freue ich mich auch sehr über die ganzen Kommentare und Likes, die schon reinkamen. Vielen Dank dafür. Auch für die Leute, die wirklich teilnehmen und anfangen zu diskutieren. Deshalb habe ich das Ganze irgendwie so ein bisschen auch gestartet und lade natürlich jeden sehr herzlich dazu ein, daran auch teilzunehmen. Und erzählt mir auch, was ihr zu dem Trikot sagt, was ihr davon haltet. Ich bin da immer sehr gespannt und gehe da immer sehr gerne in heiße Diskussionen rein. Und wie gesagt, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn da auch ein bisschen was kommt eurerseits. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon reingeschaut habt. Ich würde einfach mal kurz dieses Visual, was der Verein gepostet hat auf Twitter und auf Instagram und so weiter, auf den sozialen Kanälen, würde ich einmal kurz euch zeigen. Und zwar mache ich das einmal auf. So. Ich hoffe, dass man das halbwegs gut erkennen kann. Unter dem Motto, wir bleiben uns neu, Heim- und Auswärtstrikot, ist das Ganze irgendwie rausgegangen. Grundsätzlich, das Visual finde ich ganz cool. Die Straße ist halt wieder mit dabei, das, was halt auch dazu gehört, zum Verein, zum Viertel und so weiter, um eben auch diese Verbundenheit zu zeigen, das ist immer wiederkehrend, deswegen ganz cool. Deshalb auch einfach, wir bleiben uns neu. Witziges Wortspiel an der Stelle. Und dann wurden die Trikots vorgestellt. Und zwar das Heimtrikot, das Auswärtstrikot und eben mehrere Torwarttrikots. Ich beziehe mich jetzt erstmal nur auf dieses Visual. Wenn wir nochmal später in den Austausch gehen wollen, sehr, sehr gerne. Ja, und sonst könnt ihr das ja soweit auch schon ganz gut erkennen. Ich würde sagen, wir fangen von links nach rechts an, aber vorweg einmal noch die Anmerkung, was mir aufgefallen ist, ist, dass es bisher noch kein drittes Trikot gibt. Ich weiß nicht, was da der Plan ist, ob es da einen Plan gibt, ob es dieses Jahr vielleicht keins gibt. Ich kann mich daran erinnern, dass das, glaube ich, auch in den letzten Jahren immer nochmal extra angeteasert wurde und thematisiert wurde. Von daher darf man da, glaube ich, noch gespannt sein. Ich bin tatsächlich immer ganz großer Fan grundsätzlich von allen Trikots, aber auch sehr großer Fan von schlichten schwarzen Trikots. Deswegen habe ich da noch so eine leise Hoffnung, aber man weiß natürlich nicht, was passieren wird. Und ansonsten gucken wir einfach mal rein. Saison 22/23, das Heimtrikot ganz links. Und zwar, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Natürlich ganz selbstverständlich wieder vom eigenen Ausrüster DIY. Finde ich aber auch super. Ich glaube, da kann man an geeigneter Stelle nochmal ein gesondertes Video zumachen und das Thema aufgreifen, weil ich es einfach super finde, dass man das jetzt angegangen ist, das umgesetzt hat und dass wir jetzt quasi schon im zweiten Jahr auf das Trikot schauen vom eigenen Ausrüster. Das finde ich super. Wie gesagt, darüber gerne nochmal ein gesondertes Video. Ja, ich persönlich bin, ich sag mal, für mich ist es, ich finde das Trikot sehr schlicht,
grundsätzlich. Heimtrikot in Braun war klar, so. Da glaube ich, rechnet man grundsätzlich schon mit. So soll es aber auch sein. Minimale Farbakzente finde ich eigentlich ganz cool, aber halt doch schön schlicht. Und das zieht sich halt auch durchs Torwarttrikot. Rot finde ich grundsätzlich auch super. Erst recht ich würde es fast mal Mosaikmuster nennen. Darf man es so nennen? Sterne kann man auch so ein bisschen erkennen. Finde ich auch eigentlich ganz cool, so dieses Muster. Ich glaube, auf dem Heimtrikot, auf dem Braun findet man das nicht. Aber wie gesagt, diese Akzente, die sich durchziehen mit diesem helleren Braunton, einmal auch über die Hose, das finde ich eigentlich ganz cool, gibt dem Ganzen so eine Einheit. Ja, und sieht einfach irgendwie cool aus, finde ich. Die Farbe ist gut gelungen. So, also wie gesagt auch, oder ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber das Ganze, dieser gesamte Kanal, diese gesamten Videos, die ich poste, in denen ich halt so drauf schaue, objektiv, ist immer noch irgendwie meine eigene Meinung. Und das muss auf jeden Fall gesagt sein, glaube ich. Also kann natürlich jeder seine eigene Meinung über dieses Trikot, über was auch immer haben. Aber wenn ich jetzt sage, ist gut gelungen, dann meine ich eben das aus meiner eigenen Sicht. Ich denke, das ist klar und verständlich, aber wollte ich eben nochmal gesagt haben. Also wie gesagt, ich finde es super, weil es halt eben schön schlicht ist. Das gefällt mir daran, es ist irgendwie nichts Geschnörkeltes und und. Man hat natürlich immer, wenn man sich jetzt vorstellt oder überlegt, okay, wie würde ich ein Trikot gestalten, dann ist man immer komplett out of space, weil man sich sonst was überlegt. Ich habe auch schon ganz viel drüber nachgedacht mal, weil es ja auch schon hier und da mal ein Konzept oder Wettbewerb gab, wo man eben Ideen einreichen konnte und so weiter. Und ich habe da immer irgendwie so komplett abgefahrene Sachen gesehen und auch selbst schon empfunden, weshalb ich denke, dass man auf jeden Fall viel, 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 viel machen kann, aber eben, wenn sie sich auf dieses Schlichte beziehen, finde ich einfach super. Also mir gefällt das Trikot super. Ich werde es auf jeden Fall mir auch zulegen. Ich weiß auch schon, ich möchte das erste Mal seit Jahren wieder eine Beflockung hinten drauf haben, aber ich glaube, das kann ich auch nochmal an anderer Stelle. Da kann man auch noch ein, zwei Verknüpfungen zu finden und da ein gesondertes Video zu machen. Genau. Dann würde ich einmal nur kurz jumpen zum Auswärtstrikot. Oder wir können auch noch ganz kurz über das Torwarttrikot sprechen. Das Torwarttrikot finde ich eigentlich auch super. Ich persönlich bin nicht so der Fan oder so der Typ, der häufig bunte, helle Sachen oder farbige Sachen so trägt. Deshalb weiß ich nicht, habe ich für mich wenig Anwendungsbereich, dieses Trikot zu tragen. Aber wenn ich dieses Trikot sehe, ist es für mich tatsächlich das allererste Mal der Fall. Ich meine, ich habe auch ein rotes. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen älter. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, von welcher Saison das ist. Ist aber auch leider auch schon ein bisschen zu klein, glaube ich. Ich glaube, ich habe mir das damals in S geholt. Damals hat man nämlich noch reingepasst. Das wäre jetzt das erste Trikot, wo ich sage, ja, da sehe ich mich. Sehe ich mich drinne. Ja, genau. Aber mal gucken. Mal gucken, was so noch so kommt. Auf jeden Fall finde ich trotzdem ganz cool. Auch mit der Hose ist halt einfach wieder ist einfach schick, sagen wir mal so, ist einfach schick. Das Auswärtstrikot. Auch hier wieder bei mir immer relativ selten, dass ich so helle Sachen trage. Aber objektiv betrachtet, was man sagen kann, ist natürlich, dass auf dem Trikot wird dieses Muster nicht fortgeführt, diese durchziehende Linie, diese Farbakzente. Klar, die Farbakzente haben wir auch, sowohl am Kragen, die haben wir auch beim Torwarttrikot, sehe ich gerade, als auch auf den Schultern und am Ärmel mit dem Braun und dem Rot. Grundsätzlich super, scheinbar auch, das kann man hier so ein bisschen erkennen, dann auch noch unter den Achseln, sage ich mal, zieht sich dieses Braun auch noch durch. Ist natürlich richtig cool. Ich bin immer Fan davon, wenn es einheitlich wie sagt man, eine Reihe an Trikots gibt. Also das quasi Home, Heimtrikot und Auswärtstrikot, dass sie identisch sind, nur halt sich eben in der Farbe unterscheiden. Objektiv betrachtet finde ich es ganz cool. Kleiner Eyecatcher mit der Schulter, aber vielleicht, ja, holt mich ehrlich gesagt nicht so komplett ab, weil es halt einfach so diese schöne Einheit, die man sieht
auf dem Heimtrikot, die ist da halt so ein bisschen, wird da so ein bisschen gebrochen oder durchbrochen. Aber ja, ich weiß nicht, wenn ich so auf meine ehemaligen Trikots schaue, glaube ich, waren da auf jeden Fall schon Dinge dabei, die mir weniger zugesagt haben. Von daher ganz cool. Ich bin einfach mal gespannt, wie insgesamt, um das Ganze einmal abzurunden, wie die Trikots einfach dann performen, wie sie in Action auch aussehen, live, wie sie aussehen. Dazu werde ich natürlich auch ein gesondertes Video machen, wenn ich die Trikots finally dann in der Hand halte. Aber ja, grundsätzlich bin ich alles in allem wieder großer Fan. Wie auch in den letzten Jahren, das sieht man, glaube ich, an meiner Sammlung an Trikots. Und bin gespannt, wenn ich dann auch das erste Mal eins tragen werde. Und werde, glaube ich, auch im Laufe der Saison das ein oder andere Mal häufiger noch ein Wort darüber verlieren. Und da können wir uns ja auch sehr gerne dann noch zu austauschen. Also sagt mir sehr, sehr gerne, was ihr von diesem Trikot haltet. Insgesamt von den drei Trikots. Wir können auch noch mal über die gesamte Trainingskollektion sprechen, weil die hat mir auch sehr zugesagt, muss ich sagen. Auch richtig schöne Sachen dabei. Und ja, all das können wir gerne besprechen. Schreibt mich an, kommentiert unter dem Video, liken und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, weil da noch ganz viel neuer Content kommen wird. Und genau, ich hoffe, dass euch diese Art von Videos gefällt, diese Reaction-Videos, die ich immer sehr spontan zeitnah produzieren kann. Das finde ich persönlich selbst ganz cool, weil sie eben auch so einfach zu produzieren sind. Ich mache sie jetzt so in einem Rutsch, also ich schneide nicht großartig, ich schneide natürlich immer ein bisschen was, aber versuche immer so nah wie möglich zu sein, auch in den Videos, will da gar nichts irgendwie stellen oder faken oder was auch immer. Aber wie gesagt, ich freue mich immer, 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 wenn Leute auf mich zukommen, mir schreiben, ihre eigene Meinung sagen zumindest oder bezogen auf die Trikots. Jetzt in diesem speziellen Fall fände ich es super. Lass mich da beim Auswärtstrikot auch gerne nochmal umstimmen. Ja, und dann auch dazu. Ich habe, wie gesagt, ganz viel vor. Ich habe richtig coole Ideen und man kann immer noch gesondert Videos machen, auch zu meiner gesamten Kollektion an Trikots. Wie gesagt, ihr habt es eben im Vorfeld schon gesehen. Ich habe ein bisschen was an Trikots und die will man ja dann noch zeigen. Und da können wir nochmal drüber quatschen, wenn euch das interessiert. Und zeigt mir auch gerne die Trikots, die ihr noch am Start habt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder am Start seid. Jetzt noch nicht zu 100% klar, was das sein wird, aber ja, es geht auf jeden Fall auch in die Richtung Saisonvorbereitung, Trainingslager, Training allgemein hat jetzt wieder gestartet. Ich will unbedingt noch über die Abgänge und Zugänge sprechen, die jetzt noch nach der abgelaufenen Saison passiert sind. Und da gibt es auf jeden Fall einiges zu diskutieren. Und ja, da hoffe ich, dass ihr da alle ganz fleißig mit einsteigen werdet. Ansonsten, jetzt will ich es auch nicht viel weiter in die Länge ziehen, dieses Video. Vielen Dank, dass ihr wieder am Start wart. Ich freue mich aufs nächste. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ja, ich bin erstmal raus. Wir sehen uns. Ciao.